Und damit willkommen zurück bei Lost Emma. Wir sind hier immer noch in, wo sind wir eigentlich? In der Wüste. Und waren ein Bock, ein Springböckchen, ein Steinbock. Irgendwas Bockiges in der Art, um hier hochzukommen, ne? Eigentlich bei dieser Figur hier oben. Aber ich glaube, wir sind noch nicht weit genug oben, oder? Habe ich das schon gemacht? Erneut ansehen. Wir gucken nochmal, was da passiert ist. Machen wir das nochmal. Wir machen Feuer, ja. Ich erinnere mich. Was tun Sie da? Und die prügeln sich. Das haben wir schon mal gesehen, genau. Okay. Kann ich es überspringen? Aber was ist mit... Dann schauen wir uns das nochmal an. Er hat's geschafft. Da habt ihr euch wieder. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Deswegen, das ist ja schön und gut. Die Frage ist gleich, wo müssen wir hin? Ich habe noch keine Ahnung, muss ich mir noch gleich mal ordentlich umschauen. Aber wir hauen jetzt mit dem Wölfchen ab hier, mit dem kleinen Miniaturwölfchen, den wir gerettet haben wahrscheinlich. Und, aber haben wir dann unseren Geist, haben wir den auf denen übertragen oder was haben wir dann gemacht? Dann sind wir das jetzt quasi? Das wäre durchaus ganz interessant und so ein bisschen eigensinnig, ne? Von daher, wir wären dann zumindest nicht wiedergeboren worden. Ah genau, wir können jetzt hinten einfach so durchlatschen. Die Sachen sind hier auseinandergecrackt. Plonk. Im Sinne von, die Erinnerung hat Risse. Das heißt, hier sollte eigentlich alles gemacht und erkundet worden sein. Kann man hier mit runterrutschen vielleicht? Oder hat er irgendwelche Fähigkeiten, irgendwelche Bewegungen? Ohne weiteres nicht. Nee, anscheinend nicht. Muss ich darüber springen oder wie? Ah nee, muss ich darüber fliegen? Ich muss einfach nur laufen. Okay. So einfach laufen. Wer denkt sich sowas aus? Wer läuft denn heute noch? Und mein Anlauf. Und plonk. Sehr gut. Da ist noch ein das ist noch ein weißes Schäfchen. Ein weißer Bock. Und noch ein Item. Hier komme ich hoch, hoffentlich. Ja, komme ich. Sehr gut. Hallo, ich komme da hoch. Siehst du? Es geht doch. Noch ein Relikt versteckt hier. Ein schwerer Hammer. Geheimes Relikt. Natürlich ist das geheim, sonst wäre es ja nicht verborgen hier. Schwerer Hammer, ein wirklich schwerer Hammer. Um damit arbeiten zu können, braucht es schon extrem starke Männer, ja. Wir sind leider nur ein Bock. Na, von daher klappt es schon mal nicht. Wobei das auch sehr lustig aussieht. Wenn der jetzt plötzlich einen Hammer zwischen seine Hufe dann nimmt. Und dann geht's rund. Du bist spielbar, ne? Extra leuchten, Schiller, Schiller. Errungenschaft freigeschaltet. Dass hier geschillert wird. Und zwar noch mehr geschillert als ein paar Locken. Ja, den nehme ich mit. Der ist so, der... Halt, wenn ich davon mit nicht sterbe. Der ist schön am Glänzen hier. Schön am Glitzern. Bisschen sehr betrieben am Glitzern. Wuffel rennt weg. Wie ihr vielleicht auch anhand der Relikte merken könnt, das Spiel wird nicht mehr so wahnsinnig lang sein. Deswegen... Ich meine, wir haben auch alle Tiere durch. Ich glaube, da ist eine Errungenschaft auch aufgetaucht. Ich weiß nicht. Ich glaube, es sind 15 Stück. 15 verschiedene. Ich glaube, irgendwas in dem Stil. Manche haben wir leider nur sehr kurz gespielt. Im Sinne von die Elefanten. Ich meine, die Elefanten hätten hier genauso gut rüberklettern können. Ne? Mal ganz ehrlich. Also, oder hier hoch. Hätten sich mit dem Rüssel halt ein bisschen festgehalten. Ich hätte es auch voll in Ordnung gefunden. Oder als die Riesenschildkröte, ne? Dass man hier dann einfach mal sehr, 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 sehr langsam hochrennt. Das würde die Spielzeit ein bisschen strecken. Das geht doch bestimmt. Okay, muss ich da weiter hoch? Okay. Flonk. Ach, da kam ich von unten schon hin. Okay, ich bin einfach intuitiv hier hochgelaufen. Okay. Das ist aber auch steil, ne? Das war auch wirklich, wirklich steil.
Wenn ich weiß, dass solche Tiere geländefähig sind, aber so? Als hätte der Saugnäpfe unter den Füßen. Bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Es wird kalt. Wir waren noch gerade noch in der Wüste. Wir waren noch gerade noch im Warmen. Wo nichts gewachsen ist, weil es zu warm war oder zu trocken vielmehr. Na komm. Willst du das mal freistoßen? Hey, Stimmung. Man braucht ein kleines bisschen Schwung. Okay, da komme ich. Okay, da kann ich einfach so rüberspringen. Nice. Und plötzlich sieht es kalt aus, ne? Achso, dann kommen wir vom extra Grünen in dunkle Höhlen und unter Wasser in eine trockene Wüste und jetzt in den kalten Schneesturm anscheinend. Faszinierend. Und die Sicht ist gerade mal ziemlich Käse geworden. Und vor allem dadurch, dass wir ein weißes Tier sind, komplett weiß, das hilft nicht unbedingt. Brightness Overload ist es gerade mal. Ich will mir mal den anderen schnappen hier. Ich will ein bisschen mehr sehen hier, dass es nicht ganz so übertrieben aussieht. Ist noch was drin oder muss ich oben rauf und oben rum? Warte mal, kommen wir da auf der anderen Seite noch hin? Kann man hier irgendwo hin? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube nicht. Hallo? Hier sind auf jeden Fall Erinnerungen und hier sind ein paar Wombats. Das heißt, ich vermute, wir brauchen die. Zumindest für irgendwas, was man hier sammeln und finden und machen kann. Ich meine, die können auch einfach so hier rumhängen. Ich weiß nicht, ob das der natürliche Lebensraum von denen ist. Ich würde mal vermuten, eher nicht so. Dass es nicht so die schneeaffinen Lebewesen sind. Okay. Noch mehr hier. Was ist das denn für ein Versteck? Bergauf. Erklimmen wir die Bergspitze. Auch nett, wie im Schnee hier ein paar Spuren hinterlassen werden. Das ist zwar nicht ganz realistisch, aber es ist zumindest es ist ein Detail. Immer in etwas. Okay, ist da noch mehr da hinten? Nee, ne? Das Licht von unserem Begleiter irritiert mich manchmal so ein bisschen, dass plötzlich irgendwas im Schnee rot ist. Hallo, hallo? Man sieht halt auch echt nicht so wahnsinnig viel. Noch mehr von denen. Haben sie da gefühlt noch zu viele von über? Haben sie die jetzt am Ende nochmal eben alle reingeschoben? Wirkt gerade ein bisschen so, weil es zumindest die einzigen sind. Aber vielleicht hängt es auch ein bisschen von der Gegend ab, in welchem man wie viel findet. Welchem Pilz und von welcher Sorte. Ist hier noch einer? Ne. Hätte ich fast vermutet. Ist hier noch einer vielleicht? Ah, ne, auch nicht. Ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht, aber ich habe damit gerechnet eigentlich. Okay, wo will der denn die ganze Zeit hin, der kleine Wolf? Ich mach mich mal wieder zu uns selber, ne? Kommt, glaube ich, ein Ticken cooler. Wirkt vor allem ein bisschen cooler, wenn wir uns selbst und einen kleinen Wolf verfolgen. Jetzt brauche ich den Bock da unten wieder, verdammt. Da unten sind wieder Eiszapfen. Eisdinger. Und hier ist eine ganze Menge nichts, oder wie sieht das aus? Ist da irgendwann auch nochmal sowas zu Ende hier, so ein kleiner Berg oder so? Ist hier mal eine Klippe, ist hier eine Kante? Okay, da geht's einfach nur runter, okay. Dann sollte ich da vielleicht nicht hin. Vielleicht nicht die beste Idee. Aber wahrscheinlich ist hier nur irgendwo ein Artefakt, dass man das nicht sehen kann sofort. Das heißt, haben wir hier ein paar Böcke rumstehen und liegen? Oder muss ich jetzt den von eben holen? Weil da vorne ist doch eindeutig was zu. Oder strampelt hier jetzt einer vor rum? Ist hier jemand? Oder kann ich hier auch so durchschlüpfen?
Doch, kann ich. Okay, alles da. Okay. Okay. Brauche ich dich jetzt? Ich weiß doch nicht. Wahrscheinlich, um hier lang zu, hier hochzulaufen, ne? Wahrscheinlich. Damit wir klettern können. Machen wir das. Nehmen wir den halt mit. Schadet ja nicht. Von der Geschwindigkeit her passt das auch. Das geht natürlich auch. A. F. So. Flonk. Oh, ein Artefakt. Zweiter Ring. Wie ein zweiter Ring? Nicht nur der eine Ring, oder was? Ein Ring, er sieht aus, als hätte er nur eine Hälfte eines Symbols. Das sieht auch nur wie ein halber Ring aus. Falls es niemandem aufgefallen ist. Und so ein halber Ring fällt halt auch vom Finger, ne? Mal so gesehen. Aber gefühlt hatten sie echt einige von den Pilzen über hier. So viel wie die jetzt hier rumliegen. Und... Hörpa! Oh. Das ist auch so das Maximale an den Parkour-Erlebnissen, die wir hier haben, ne? Das Spiel ist halt aus spielerischer Sicht ist es halt nicht herausfordernd. Kann man mal so feststellen. Es ist einfach Spaziergang in dem Sinne. Mit links und rechts mal ein bisschen rumgucken. Aber es ist nicht schwierig, irgendwo lang zu kommen. Das überhaupt nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht die Intention des Ganzen. Aber dadurch ist es letztendlich die ganze Zeit wirklich wie so ein Spaziergang. Hier hoch kann ich aber nicht, oder? Ne, das ist auch nichts. Das ist zumindest nichts Erkennbares als Ziel. Also, oh. Ja, im Prinzip da, wo das immer ein bisschen eingeschneit aussieht an der Wand. Obwohl das ein bisschen sehr steil ist hier. Und aus irgendeinem Grund schafft der Mensch das auch, hier hochzukommen. Okay. Hey. Und das durch den Schnee. Halt! Halt! So. Tor. Da hinten ist noch was. Wir haben aber auch eine Verdrängung, ne? Im ganzen Schnee hier, dass er so platt wird auf einmal. Auch als kleiner... Als kleiner Knuddelflop. Und wir verdrängen ihn nicht sonderlich gleichmäßig. Ich muss aber mal wieder größer werden. Das wird sonst, glaube ich, nichts. Ist da noch was? Nee. Aha, es wird immer noch gerannt und gerannt und gerannt. Wäre mal interessant, wie viele Kilometer wir eigentlich zurückgelegt haben im ganzen Spiel. Wir werden langsamer. Ich kann gerade nicht mehr rennen. Vielleicht, weil der Wind zu stark ist. Und wir sehen darüber nicht sehr begeistert aus. Gesicht einmal platt gedrückt vom Wind. Ohren angelegt. Ich würde gerne noch ein bisschen schneller laufen hier. Da wird rausgezoomt. Kapitel 6, Sonnentempel. Im Moment sieht es nicht nach Sonne aus. Überhaupt nicht. Das ist eine sehr schüchterne Sonne. Kann ich wieder laufen, bis wir oben sind vielleicht? Rennen. Aha, da geht's auf einmal wieder. Aber Windschatten haben oder weswegen? Anscheinend. Also muss man Windschatten zu Windschatten. Da hinten sind noch irgendwelche anderen Gebäude und Tempel und sowas im Hintergrund. Ja, scheint ein Windschattenbereich zu sein hier. Hm. Ja, es gibt keinen schnellen Weg, keinen wirklich schnellen Weg nach oben, habe ich den Eindruck. Muss ja auch nicht, ne? Aber man denkt sich halt seinen Teil. Inwiefern man vielleicht schneller vorankommt. Einfach so aus Prinzip. Aber da hängen wir auch noch rum. Und das sieht sehr ungemütlich aus, sehr ungemütlich. Sehr, sehr kühl. Es sieht schon nach einem okay glaubwürdigen Schneesturm aus hier. Müsste ich jetzt auch nicht unbedingt direkt selber durchlaufen. Zumindest nicht ohne ordentliche Klamotten.
ohne ordentliche Kleidung. Und wir als Wolf haben ja wohl überhaupt nichts an Kleidung an, außer unser eigenes Fell. So, hopp, hopp. Jetzt ein bisschen schneller laufen vielleicht. Anscheinend schon. Haben wir hier noch was versteckt? Anscheinend nicht. Oder hinter wahrscheinlich. Echt nicht? Wirklich nicht? Ist hier nichts? Oh, das ist ja... Okay. Habe ich nie mit gerechnet. Faszinierend. Sie war dagegen. Wayla wollte, dass sie verstehen. Genau das war dein Plan. Sie dazu zu bringen, zu verstehen. Indem du ihnen die Vergangenheit zeigst. Sieht auch nicht unbedingt begeistert aus. Dieser Dolch. Bin ich das? Ich bin Artevo. Ich bin dein Vater. Und auch derjenige, der für die Zerstörung deines Dorfes verantwortlich ist. Der die Frau, die du liebtest, hat töten lassen. Warte! Wolf! 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 Es tut mir so leid. Bitte. Wo bist du? Ich wusste nichts davon. Ich schwöre es. Ich war... Ich bin eine schreckliche Person. Nein, ich verdiene deine Vergebung nicht. Dass dabei die ganze Zeit so ein dramatischer Schneesturm ist, ne? Aber krass, hätte ich nicht gedacht, dass das unser Vater ist. Und ist interessant, inwiefern man miteinander gut klarkommt, wenn man nicht die eigene oder die Vergangenheit des anderen weiß. Ne? Dass man einmal quasi nochmal von neu anfängt. Interessant. Huh. Vor allem, er sieht auch nicht sehr begeistert aus von der Tatsache, dass er anscheinend
Na, dass wir halt nicht der einzige Schuldige sind, der, wenn es um Zerstörung oder irgendwas in dem Stil geht hier. Aber vielleicht können wir ihm ja nochmal eine Chance geben, wenn ich denn finde, wo es weitergeht. Geht's da unten weiter? Oder kamen wir hier? Ne, hier kamen wir nicht her, ne? Ich geh einfach mal nach oben. Die ganzen Bäume haben wir zumindest noch nicht gesehen, meine ich. Und nach Sonne sieht sie noch immer nicht aus. Möchte ich mir ganz kurz anmerken. Okay, das ist neu. Nicht sehr sonnig, was hier passiert. Und ich... Gefühlt ist ja auch nicht, sollte hier nicht so wahnsinnig viel versteckt sein. Obwohl wir noch ein paar Artefakte vor uns haben. Wenn man sich das mal anschaut. Artefakte. Na, wobei, das war... wir sind schon in der letzten Reihe hier. Eine Art Brosche sieht aus wie ein einfacher Clip-Mechanismus. Ja. Huh. Da wüsste ich echt gern, wo die ganzen Dinger gewesen sind. Jetzt die anderen weiteren Broschen und die anderen weiteren Artefakte. Weil gefunden habe ich jetzt tatsächlich nur ungefähr die Hälfte. Tja. Und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt mich überhaupt nicht umgeschaut habe. Au, das sieht nach... Au, ja, doch hier, altes Gemäuer. Müssen wir dann ganz nach oben. Hier könnte noch was sein, denn da ist auch was, nämlich Schwerkraft. Eindeutig. Ja, ich habe sie gefunden. Ich frage, ob auf der anderen Seite noch was ist. Und wenn ja, ob es was anderes als Schwerkraft ist. Wir gucken einfach mal.